Es wird oft behauptet, dass Kosten der Solarenergie viel zu hoch sind. Diesen Mythos möchte ich gerne widerlegen. Kosten von Solarenergie sind über die letzten Jahre sehr stark runtergegangen. Und das kommt einerseits durch verbesserte Technologie, andererseits durch größere Produktionsmengen und durch verbesserte Produktionsmethoden. Und die Kosten von Solarenergie pro Kilowattstunde, das ist ja auch die Einheit, die im Haushalt üblicherweise genutzt wird, um das abzurechnen, ist mittlerweile in Deutschland gesunken zu 6 Cent pro Kilowattstunde. Ein Haushalt zahlt 27 Cent pro Kilowattstunde und da muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass für den Haushalt kommt dazu noch zu den Erzeugungskosten im Kraftwerk Transportkosten und Steuern. Aber selbst wenn man die Steuern und Transportkosten wieder abzieht, dann ist immerhin sind die Kosten von Solarstrom mittlerweile im gleichen Bereich wie die von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas oder Kohle. Und dann sind natürlich bei den Stromkosten aus fossilen Energieträgern nie die Folgekosten mitgerechnet. Also wenn man sagt, Energiewende durch Solarenergie ist teuer, dann stimmt das eigentlich so nicht. Und der andere wichtige Punkt, der dazu noch kommt, ist, dass auch wenn man nichts tut und einfach weiter so, dann sind die Folgekosten ja auch enorm. Ein anderer wichtiger Faktor ist auch die Menge Energie, die man braucht, um erstmal eine Solarzelle herzustellen und ob diese Energie und wie schnell diese Energie wieder zurückverdient wird. Und die Zeit sollte natürlich kürzer sein als der Lebensdauer der Solarzelle selbst. Und über viele Studien und über viele Jahre hinweg wurde diese Energierücklaufzeit, wie sie genannt wird, immer wieder berechnet. Die hängt sehr stark ab, wie gut ist die Solarzelle, wie viel Energie floss da rein und wo wird sie aufgestellt. Wenn die mit optimaler Südausrichtung in einem sonnenreichen Land aufgestellt wird, wird natürlich die Energie schneller zurückverdient als mit Nordausrichtung in Skandinavien. Aber in allen Fällen ist es immerhin so, dass mit modernen Technologien die Energierücklaufzeit in Größenordnung von 1 bis 2 Jahren für richtig gute Ausstellungen, gute Technologien bis vielleicht 4 bis 5 oder 6 Jahren in anderen Orten. Und der Lebensdauer der Solarzelle beläuft mittlerweile 25 bis 30 Jahre. Also das ist erheblich viel mehr Energie wird von der Solarzelle generiert, als sie fürs Gesamtsystem im gesamten Produktionsprozess gekostet hat.